Das war spektakulär. Mit 120 Tonnen in Form des vorderen Tors der Harburger Schleuse am Haken schipperte am Dienstag Schwimmkran Enak langsam die Süderelbe hinab. Das Tor wird nicht nur fit gemacht, sondern für den besseren Hochwasserschutz auch erhöht. Vor der Fahrt über die Süderelbe war das Schleusentor aufwendig ausgebaut worden. Die Gesamtinstandsetzung und Verbesserung der Schleuse, die den Binnenhafen schützt, kostet 14 Millionen Euro. Die Schleuse in Harburg ist wegen der Arbeiten noch bis zum 15. Dezember für den Schiffsverkehr gesperrt.